Kein Thema beschäftigt die Deutschrap-Szene mehr als Capital Bra. Wie wird er auf die Vorwürfe reagieren? Nicht nur von Angie, sondern auch von K.A. oder vor allem auf die Statements, die Massiv gedroppt hat. Denn er positioniert sich ganz klar hinter seinem alten Kumpel und der Ex-Manager von Capital. Dem Berliner Rapper gibt er die Schuld an allem und dass es gescheitert ist. Nun hat er ein neues Statement veröffentlicht und feuert gegen Capi. Da heißt es, alle Vorhänge sind gefallen. Rapper, die über das Dealen rappen, sind hochgradig Konsumenten, nicht mehr und nicht weniger. Gangster-Rapper nutzen ihre Kontakte, um Telefonate aus dem Weg zu gehen. Keiner steht seinen Mann. Keiner regelt in real life ein echtes Problem, ein persönliches Problem, face to face. Und jetzt, was sagt ihr jetzt? Wen ich getextet habe, ich bin Berlins Stimme. Wurde ich während meiner Hype-Phase geliebt und danach belächelt. Aber im Gegensatz zu allen anderen habe ich stets meinen Mann gestanden. Wallah, wenn einer klingelte, bin ich runter, frag jeden in Berlin. Bei der Wohnung meiner Eltern locker 10-mal bin ich runter und habe mich jeden gestellt in Berlin, jeden, ohne Ausnahme. Das Leben verlangt von uns in vielen Phasen Verantwortung zu übernehmen und keinem Unrecht zu tun, von keinem was zu verlangen, was nicht dir gehört und keinem was zu unterstellen. Ein Mann erfindet keine Stories und labert keinen Dreck. Ein Mann muss gerade vor jedem stehen und seine Einstellung muss sauber sein. Nur so kann er gerecht handeln. 18 Jahre schon repräsentiere ich schon Berlin Wedding. Ich würde niemals die Liebe, die mir diese Stadt gegeben hat, ausnutzen und niemals Menschen, die mich lieben, ausnutzen für meine Zwecke, um mir einen Vorteil in dieser Szene zu erzwingen. Und glaubt's mir, das würde verdammt schnell gehen. Aber wir sind nicht von diesem Schlag, Mensch. Ich bin dankbar für alles und wollte das einfach mal loswerden. In dieser Welt, wo du etwas spielen musst, was du nicht bist, um Beachtung zu bekommen. Hashtag ein Mann, ein Wort. Übrigens, von Capital gibt es auch fast 24 Stunden später keine Reaktion darauf. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Wie findet ihr das Statement von Massiv? Und glaubt ihr, dass dieses ganze Thema noch komplett eskalieren wird? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.